Heute tauchen wir tief in die dunklen, klaustrophobischen Korridore eines der berühmtesten Sci-Fi-Horror-Franchises aller Zeiten ein, Ridley Scott's Alien. Was musst du über dieses ikonische Franchise wissen? Bleib dran und finde es heraus. Alles begann 1979, als Ridley Scott den ersten Alien-Film in die Kinos brachte. Dieser Film revolutionierte das Sci-Fi-Horror-Genre. Die Geschichte? Ein Raumschiff, und zwar die Nostromo, empfängt ein Notsignal von einem fremden Planeten. Die Crew findet ein außerirdisches Wesen, das bald zu einer tödlichen Bedrohung wird. Die unvergesslichen Designs des Xenomorphs, geschaffen von H.R. Giger, und die starke weibliche Hauptfigur Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, machten den Film zu einem Klassiker. Der Erfolg der ersten Filme führte zu mehreren Fortsetzungen und Spin-offs. 1986 brachte James Cameron Aliens heraus, ein Film, der mehr auf Action als auf Horror setzte. Ripley kehrt aber auch dort zurück, um sich einer Armee von Xenomorphs zu stellen. In Alien 3 von 1992 unter der Regie von David Fincher und Alien Resurrection von 1997 sehen wir Ripleys fortgesetzten Kampf gegen die Aliens, wobei jeder Film einen eigenen Stil und Tonalität mit sich bringt. Ridley Scott kehrte dann 2012 mit Prometheus und 2017 mit Alien Covenant zum Franchise zurück. Diese Filme erforschen die Ursprünge der Xenomorphs und die Schöpfer der Menschheit selbst, die sogenannten Ingenieure oder im Original die Constructors. Diese Prequels erweitern das Universum und stellen neue Fragen über Leben, Schöpfung und Zerstörung. Ihr merkt also, das sind alles Themen, die super auf unseren Kanal passen. Ihr solltet also ganz dringend ein Abo dalassen, um nicht zu verpassen, denn mit Alien Romulus steht nun ein weiterer Blockbuster in den Kino-Startblöcken. Und wenn ihr dazu mehr Lore haben wollt, dann sagt es uns mit einem Abo und schreibt es uns in die Kommentare. Das Alien-Franchise hat nämlich nicht nur Filme hervorgebracht, sondern auch zahlreiche Bücher, Comics, Videospiele und sogar Crossover wie Alien vs. Predator. Es hat die Art und Weise, wie wir über außerirdische Lebensformen und Horror im Weltraum denken, nachhaltig beeinflusst. Ruft euch einfach nur mal die Szene der Kryokapseln aus dem ersten Alien-Film hervor, schaut euch das Design der Raumschiffe an und den Horror an Bord. Dann wisst ihr, dass Alien maßgeblich für viele weitere Filme waren, die darauf gefolgt sind. Ich sprach gerade von Alien vs. Predator. Die Predator-Reihe begann übrigens 1987, als der erste Predator-Film unter der Regie von John McTiernan in den Kinos antrat. Der Film brachte uns eine neue Art von außerirdischer Bedrohung, den Predator, einen gnadenlosen Jäger aus dem All. Arnold Schwarzenegger führte als Major Dutch eine Elitetruppe an, die im Dschungel von Zentralamerika gegen diesen übermächtigen Feind im ersten Teil kämpfen musste. Mit seinen revolutionären Special Effects, dem Make-up und der unsichtbaren Tarntechnologie des Predators setzte der Film neue Maßstäbe im Action- und Sci-Fi-Genre. Der Erfolg des ersten Films führte zu mehreren Fortsetzungen und Spin-offs. 1990 kam Predator 2 in die Kinos, der den Kampf in die urbanen Umgebungen von Los Angeles verlegte, mit Danny Glover in der Hauptrolle. 2010 erschien Predators, produziert von Robert Rodriguez, in dem eine Gruppe von Elitekämpfern auf einem fremden Planeten von mehreren Predators gejagt werden. Und 2018 kam The Predator unter der Regie von Shane Black, der die Mythologie des Franchises weiter ausbaute und eine neue, gefährliche Predator-Art einführte. Das Predator-Franchise hat sich auch mit dem Alien-Franchise gekreuzt, was zu den Filmen Alien vs. Predator im Jahr 2004 und Alien vs. Predator Requiem im Jahr 2007 führte. Diese Filme erweitern das Universum beider Franchises und zeigen die uralte Rivalität zwischen den beiden außerirdischen Spezies. Darüber hinaus gibt es dafür auch zahlreiche Comics, Bücher und Videospiele, die das Predator-Universum weiter erforschen und vertiefen. Das Predator-Franchise hat einen bedeutenden Einfluss auf die Popkultur, genauso wie das Alien-Franchise. Der ikonische Predator-Look, seine fortschrittliche Technologie und seine brutalen Jagdmethoden sind zu festen Bestandteilen des Sci-Fi-Horrors geworden.
Von den unvergesslichen One-Linern bis zu den spannungsgeladenen Action-Sequenzen. Das Predator-Franchise bleibt ein wichtiger Meilenstein im Genre. Und das letzte Werk der gesamten Reihe von Predator und Alien ist der nun kommende Film Alien Romulus. Dieser Film startet am 15. August 2024 in den deutschen Kinos. Und zunächst einmal, was bedeutet der Titel Alien Romulus? Romulus könnte eine Anspielung auf den Gründer Roms oder auf die mythologischen Ursprünge sein. In der Science Fiction wird Romulus oft mit Gründung, Zerstörung und Wiedergeburt assoziiert. Könnte dies also ein Hinweis auf die Themen des kommenden Films sein? Offizielle Details zur Handlung sind nämlich noch rar. Aber es gibt zahlreiche Gerüchte. Es wird gemunkelt, dass Alien Romulus tiefere Einblicke in die Ursprünge der Xenomorphs und deren Verbindung zu den Ingenieuren oder Constructern geben könnte. Ridley Scott hat bereits mit Prometheus und Alien Covenant begonnen, diese Hintergründe zu erforschen. Ein weiteres Gerücht besagt, dass der Film möglicherweise neue, bisher unbekannte Welten und Zivilisationen einführt, die von den Xenomorphs bedroht werden. Könnte es also eine neue Alien-Spezies oder gar Verbündete geben? Wer steht in diesem Film eigentlich vor und hinter der Kamera? Ridley Scott kehrt natürlich als Regisseur zurück, was viele Fans begeistert. Über die Besetzung ist noch wenig bekannt, aber es gibt Gerüchte, dass einige bekannte Gesichter aus früheren Filmen möglicherweise zurückkehren können. Vielleicht sehen wir sogar neue, aufstrebende Schauspieler, die in das düstere Universum eintreten. Die Erwartungen an Alien Romulus sind aber hoch. Die Fans hoffen auf eine Rückkehr zum Horror der ersten Filme, gepaart mit den tiefgründigen philosophischen Fragen der Prequels. Kann Ridley Scott diese Erwartungen erfüllen und das Franchise in eine neue Ära führen? Wir werden auf diesem Kanal definitiv gerne berichten. Denn von der düsteren Atmosphäre bis zu den ikonischen Designs und den spannenden Geschichten, Alien bleibt ein unvergessliches Kapitel der Geschichte des Kinos. Mit diesem Video kratzen wir nur an der Oberfläche der Lore aus dem Alien-Franchise. Ihr werdet gemerkt haben, dass wir mit den Constructern, mit den Xenomorphs, mit den Predatoren und mit vielen anderen Fragezeichen Kreaturen auf der Liste haben, die es sich lohnen, genauer zu erklären. Auch sind die Themen von Zerstörung, Wiedergeburt, Ursprung ein begleitender Tenor in allen Alien-Filmen. Und wenn ihr genau auf unseren Kanal guckt, dann wisst ihr, dass wir mit den Lovecraft-Themen und mit den Dune-Themen und mit vielen anderen Sachen genau diesen kosmischen Horror ergründen wollen und fragen, wie den Ursprung der Menschheit gerne auf den Grund gehen und schauen, ob es Theorien links und rechts gibt, die sogar noch über das Wissen, was wir durch die Filme haben, hinausgehen können. Was meint ihr? Haltet ihr Alien für eine weitere gute Reihe, die wir auf diesem Kanal gut bereden können? Wir denken, es passt sehr gut, sind aber gespannt auf eure Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, verfallt bis dahin nicht dem Wahnsinn und bleibt bei Sinnen. Bis bald.